Maar ich wollte ich merke so, dass da alle gut den Weg bis dahin davon tut, wobei ich viel lieber hätte gegeben als richtig gesehen, das wäre wohl nie einfach, wie das für Videos, Konferenzen so. Ich hoffe noch, dass er noch Kraft genug und dann Energie genug hat, für ein bisschen Nutzen zu lassen. Mir doch ganz kurz gehalten, dafür ganz bewusst. Und ich bin auch ganz froh, dass meine zwei Mann, da habe ich den Claude Schorchen und den Claude Mai, ich kann den Präsentation überholen, weil ich sie gestern geimpft und gehen und ich nicht irgendwie gar nicht verdrohen. Voilà. Ich gebe dafür Ihnen direkt gerne ein Wort, Martin, für ich weitergehen, für ich ein bisschen einen Überblick zu geben über das Hochwasser-Event von letzter Woche und noch ein bisschen etwas vorzustellen über den Hochwasser-Risikomanagementplan. Aber also ganz kurz, wenn man wollen, schon am Hirsch, am Lauf vom Hirsch, bei den Einzel-Hochwasser-Partnerschaften zu kommen, für man durch die Event durchzugehen, an ihrem Anzugsgebiet, an ihrer Partnerschaft und noch die verschiedenen Maßnahmen, man sich zu gucken, die kann eventuell umsetzen. Voilà. Merci. Okay, dann guten Morgen, eigentlich auch von Nice, wenn man bei mir ist, bei mir ist den Claude Meisch, auch als Spezialist Hydrologie, auch als Spezialist Prävision des Grün. War natürlich ein bisschen Problematik, die man nur hat, wenn man tatsächlich mit mir über die Liste wie das von Zeugen zu nähern, dann, voilà. Fängt mal direkt an, sieht sich ein bisschen ungewöhnlich zurecht. Wir wollten jetzt als allererstes einen kurzen Überblick gehen über das Ereignis, was man gerade noch hat, aus ISOB. Natürlich aus hydrologischer Sicht, auch noch ein bisschen wieder beim SPC, also beim Service Prävision des Grün. Aufgelagert, auch noch ein bisschen, wie zu zoomen habe ich zwar. Bruno Goldmanker, wie gesagt, ganz kurz den Hochwasser-Risikomanagementplan anreißen. Natürlich hier ein bisschen die großen Linien, wo man auf die Wege gehen, wieder da ein bisschen wissen, was da drauf steht. Da vielleicht die Sachen, die du erwartest oder die da siehst, oder die du auch direkt da kannst zusammenfangen. Und zum Schluss werden wir da ein bisschen die Leermasse zwischen Hochwasser und Starkregen, was natürlich bei diesem Event auch genauso quasi zu summen aufkommen ist. Guck mal, ich sehe eine meteorologische Situation und es war natürlich so, dass wir hier eine Gewitterzelle hatten an der Großregion, die als quasi stationär bezeichnet, natürlich die sich nicht allzu viel bewegt, die ist wirklich überweisen nur beschlagen in der Großregion. Eingeblieben und wurde über die ganzen Daten am 14. Juli immens viel Regen also das war schon etwas, was man ja, so nicht unbedingt kennen, außer schon an der Vergangenheit gefallen, Führung, Abzeichnung, Seitenabzeichnung, wo da ist Meteorologs am Aster matt gedehnt, beziehungsweise über die Kommunikation direkt matt gedehnt. Dass man zwei maximal Rekorder, also zwei Rekorder, kommt in Brierschen auf zwei Stationen, wo der Niederschlag gemustert, einker um Findel und einker zu Gott bringen. Mit ja, zwischen 80 und über, jeweils über 105 Liter Meter Karin, die do auf 24 Stunden gefallen sind. Der Tisch, du hast einfach in einem Tag immens viel Wasser hochkommen, was dann in, zu dem Ereignis gefördert wird. Wie man den Mats erlebt. Problematisch kommen dann auch ein bisschen was dazu, dass auch die Woche für den schon relativ viel geregnet wird. Natürlich, die Böden haben schon einen relativ hohen Sättigungswert, konnten nicht mehr allzu viel Wasser abholen. Dadurch hat man noch kommen, dass relativ viel Wasser relativ sehr an Gewässer kommt. Im Plan SPC, wie gesagt, Service Prävision des Grün, wenn der kurz Musel ausgeklammert und die kommen wir noch separat ein ganz weg. Wie war der Verlauf in der Woche, war das so alles geschieht? Wir gucken natürlich auch regelmäßig die eigentlich Internetseite, wo der Meteor geht, schätzen noch ganz viel mit der Meteorologs, sodass man schon relativ frei an der Woche schon gesehen und da verschiedene Modelle, also meteorologische Prävisionsmodelle, viel Regen, viel gesund hatten. Das heißt, wir waren auch schon ein echter Alertäer zu nehmen, nur noch gefragt, wir wissen nicht oft, wobei es diese Prävisionsmodelle zu gucken. Vielleicht bewusst zur Erklärung, den Unterschied zu machen. Meteoprävisionen, also natürlich etwas anderes wie eine hydrologische Prävision. Meteorologische Prävision, die hören wir an unserem Modell dran. Das heißt, wir haben ein Haushaltsmodell, der permanent auf dem Pegelstand überraschend.
Wir kriegen Arbeit, damit du France auf dem DVD Prison zur Verfügung gestellt. Die können wir als Modell anwenden, erreichen dann europäische Stationen, wieder noch die wirklich tatsächliche Reaktion darum aus. Das heißt, am Endeffekt, der Fakt, dass es viel regnet, heißt man direkt, dass es zu Hechwasser kommt. Wir haben in der Vergangenheit schon oft Hechwasserereignisse, wo am Süden, wenn du nach Hamburg kommst, am Norden vielleicht ist der Mann an umgedrängt. Das heißt, man hätte direkt einfach so nehmen, weil du viel Regen hast, ja, dass da auch ein Hechwasser kriegt. Das heißt, du musst dann detailliert ein hydrologisches Modell analysiert, wie dann zu sagen, okay, du hast Hechwasser, zu so ein, also für ein spezifisches Plan, und zwar für die Leute, die in einer gewissen Region wohnen, aufnehmen, auch zu so ein viel Hechwasser im Endeffekt kannst. Die sogenannte Domänische Menge ist ja alertiert, das ist auch noch relativ frei am Gangen für die echten Modelle, also als Modelle laufen zu lassen. Jetzt gucken, in welche Richtung es geht. Aber wie schon in der Pressekonferenz ein bisschen erwähnt, das hat man das Problem, dass die Angriffe drinnen, die man hat, als quasi ein Land-Unter-Szenario gewesen und die Anna, ja, da war dann schon relativ entspannt. Das ist, da war höchstens die Angriffe der Jana. Meldestufe 1, also kurz Präalert, die übergrast wird. Wir haben es dann aber relativ spät decidiert, an fast die Vigilance zu gehen, um 14 Uhr wünscht es, also gut in der Führung, dem gut eigentlich richtig losgegangen ist. Der Grund hier war, so, dass wir alertiert waren durch die Meteosituation und da wir es am Sommer befahren, da es war schon bewusst, dass relativ viele Campinger abholen, dass wir Baustellen in die Gewässer holen. Das heißt, wenn es an der Ufernähe zu überkommen, können es mal auch ein anderes Schuldenspiel tun, die am Wasser, weil man ganz andere Aktivitäten in dem Moment tun. Also wollte man die Leute so ganz nach da Zeit geben, für alles zu räumen und das nächste Mal zur Sicherheit zu bringen. Mittwochs du, wie so die 14. hast du noch so kommen wie annonciert, ganz viel reden, ganz kurz Zeit. Dazu mal auch unsere Pegeln, die wir auch mal gemerkt haben. Die sind im längsten Bild an den Auszug im Inundation.alu auf der Station Mirsch. Du hast Pegelin, also Garmin, die klemmt so relativ stark, sodass man einen Zöllbauer an fast Präalert gegangen sind. Die aktivieren mal, wenn die Orange sind, also Präalert auf verschiedene Pegeln, beziehungsweise ganz am Ende Pegel erreicht, beziehungsweise ein Schritt überschritten wird an der Prävision. Und die sieht halt auch, dass kurz der Lecht, also die zweite Mal des Stufe, dass die am Anfang direkt, also nicht direkt, aber quasi direkt zur Noah erreicht war. Das hilft. Das hat auch niemand sehr am Blut gegangen, und wenn das um 17 Uhr auch fast der Lecht aktiviert, die von uns. Und das auch direkt den PIU, den Plan d'Intervention d'Urgence vom RCPN, und das direkt auch mal aktiviert ging. Vielleicht kurz zu als Warnungen, was geschieht, wenn wir einen fast Alert oder fast Prealert geben, dann aktivieren wir das um Inundation.lu. Das ist der erste Seite, die sich direkt auf einer Phase in sich befindet, ob du nach Orange oder Florals. Es gibt ein Bildetang geschrieben, ein Hechwassermeldebericht sozusagen, wo alle Länder detailliert beschrieben, dass was dann auch geschieht an den nächsten Stunden. Den als auch dann direkt auf der ersten Seite Inundation.lu verfügbar. Wenn ihr belauscht, ein E-Mail heraus und CGDs und Medien, dann auch hoffentlich über Tierkanäle, sie mit Radio oder sozialen Medien die Gesellschaft warnen können. Und das soll dann in der Inundation Alu, das ist vielleicht verschiedene schon, da kann ich noch anrufen an den Newsletter, das heißt, kann ich den E-Mail noch mal lösen und da gibt es den Meldebericht direkt dann auch verschickt, wenn die Leute sich für U-gemeldet haben. Die Stadt, die wissen, so planen wir ja, wie sie aktuell von Eis sind. Donnerstag, du warst noch immer an der Phase der Lecht. Du hast auch maximale Wasserstände, die quasi auf alle Pegeln erreicht gehen. Relativ fähig, wieder auch um der Foto Rietz gesagt. Der Tisch Donnerstag waren wir einfach mit den Pegeln Wasser, Niveauen an den Gewässer geplutzt. Beides noch immer Phase der Lecht. Das aber geht da nur mit, geht da oben und löst hochgegangen. So dass man dann am Samstag die Bereitschaft vom SPC, vom Service Prävision des Crues, aufgeschlossen sind. Das bedeutet im Endeffekt, dass die meteorologische Situation am Anfang nicht mehr dazu gehört, dass man kann so eine Aussteigung. Gewässer waren auf europäischen Stationen vom Energiemeldestufe 1. Das ist natürlich so, dass dann auf verschiedenen Plätzen, wie da so viel Wasser war,
wenn sich noch überall die Verschwammungen lokaler, also lokal noch Verschwammungen waren, die mir natürlich nicht im Moment im Radar abholen, weil wir dann als Eurobeis als Pegelstationen bezählen. Weil das war ein bisschen Überblick, was so geschieht aus den ganzen Phasen, die ganzen Sachen, die aktiviert wurden, zum Event selber, wie die Pressekonferenz gestern gemacht hat, so gesehen, wie von einem Wanderlichtwasser geschwatzt und dann am Sommer. Das kann natürlich nicht so falsch gestartet werden, wie man sagt, wir müssen anders ausdrücken. Prinzipiell, weil das, was man zum Schluss hatte, mit den großen Überschwemmungen und den Fluss, hat das, was man normalerweise echt am Wanderer hat. Bei den internen Schatz, man nur wenn es klassischerweise von einem Wanderer Hechwasser, beim Sommerhechwasser, aus der prinzipiell echt den Starkregen voll gemengt. Die Komponente hat man halt am Funk auch von den Hechwitz so extrem, weil die starken Evenementen, die man letzte Jahre hatte, damals in 2017 erinnern, weil er am Punkt ganz Land betrachtet, weil nicht einfach den lokalen extremen Platz fehlt, etwa einfach über ganz Land viel Regen. So wenn es auch auf die Eichwasser vom Eichwasser, da man auf viele Plätze einfach willen Oberflächenabfluss hatten, die ganze Luft sehr weh an Kaiser von wird. Dann guckt man auch so vom Sicherheits komprimiert, dass die Eich auch keine Wiese hatten und im Grunde beim Gewässer waren, mir eben Platz und Kegelwasser war, wo das Wasser einfach sehr weh gesicht wird. Dann wäre das Wasser natürlich bewegt von dem Gewässer. Gewässer können so eine Quantität natürlich schon packen, sodass über gut verschiedene Muskeln an alles im Uferbereich überschwemmt. Was halt immer ein bisschen besonders ist, ich habe nur kurz ein bisschen freie Ereignisse hier gewesen, wo oft nicht mehr in einer bestimmten Region kann betroffen sind, aber noch einmal ganz lang betroffen. Auch wenn natürlich die größten Aufmerksamkeit sicherlich in der Innersauer hatten, aber in der Pegelin war quasi überall Hechwasser, also auch wenn er atmet, wenn er schert, wenn er Uhr konnte relativ wenig Quantität von Wasser detektiert gehen. Und eine letzte Besonderheit, die man auch so sagen muss, nicht unbedingt kennen, dass das Kopterlärm nicht immer ein kurz drauf geht und wissen, mit dass sie immens fähig über drauf geht und dann auch über einen immens langen Zeitraum. Also zum Teil waren über 30 Stunden, wo wir über der Meldestufe 2 waren. Vielleicht kurz so Klammer hoch, Meldestufe 2, also einfach so definiert, dass man durchaus mit großräumigen Überschwemmungen rechnen, die auch so große Schäden wären. Die Stadt, die auch nicht lange über Stadt, als auch nicht über Stadt geht, wird die Stadt natürlich immer mehr dramatisiert und immer mehr schlimm geht im Moment. So, ich habe schon kurz zugedeutet, wir hatten auf vielen Plätzen einfach immens Hochfluss an den Bachen und an den Fluss. Allein auf 10 als Pegelstationen konnte man einen Hochfluss messen, den mehr hoch war, den unnatürlichen Hochfluss auf den Pegel. Das war dann auch einmal quasi in allen Pegelstationen zu Fall. Auf der Sauer zu Rostbad und dann auch auf den Pegel vom Nama und ganz blanche an auf der Schere. Die Nivellanstufe nach 5 weiter, Pegelstationen, wo man immens hoch Wasserniveau gemessen hat, die zwar nicht über nach 100 kommen sind, die trotzdem den höchsten niemals gemessenen Wert seit Aufzeichnungsbeginn kommt detektiert. Natürlich war nicht der nächste Wert, der jemals du seit Menschen Gedanken, du warst einfach der nächste seit ihr gemessen oder seit ihr gemessen, pardon. Natürlich haben wir dabei aus der Lohe den Pegel zu Bollendorf, die 2 Pegel auf der Klier, auf der Wils und nach der Pegel auf der Seel zu Mertert. Ich würde da jetzt vor noch kurz auf Musel gehen, die Gesundheit Danzugsgebiet von der Musel und im Kreis aus dem plus minus Lützeboer Land. Es war so, dass nur am Endeffekt ein bisschen Mann hingefallen ist, wie das, was am Anfang annonciert wird. Dann trotzdem aber wirklich viel aus. Ich denke, die gesehen haben, war das Rose am Blue aus, da das schon viel ging. Dann geht es dann ein bisschen hoch. Muss das natürlich ein großes Gewässer mit viel Zauberlust, wo der permanent Hochfluss hoch, da habe ich den Lützeburg immer noch mal richtig wird. Auch hier war es so, dass wir dann relativ nass waren, auch nicht allzu viel Konsumatzwellen. Aber es war trotzdem so, dass wir noch keine dramatischen Verschwammungen hatten. Also, weil wir nicht wie
wie am Rest vom Land. Konnte Vigilanz statt Bildung muss Goch zwar über Schatz mit Pre-Alert, ob man es nicht. Ja, da muss ich trotzdem ein bisschen interessantes Phänomen, den man auch nicht all davon. Und das war, dass die Pere statt Predimus am Punkt permanent gekommen ist und den Pere zu Grevemacher ab irgendeinem Zeitpunkt aufgegangen ist. Die Erklärung ist am Punkt relativ banal. Wasser konnte unter deutscher Grenze nicht so einfach evakuieren, der normalerweise der Fall ist, weil Sauer einfach immens viel Wasser begrüßt wird und du wirst das zurückgestaut. Die Quasar von der Sauer, da muss ein bisschen evakuiert werden, konnten auch Quasar von der Musel in die See evakuieren und übrigens das der Pege zu Greve Macher hat auch gefallen, während einem Zeitraum, wo es zur Stadt Predimus nach immer an Blut gegangen ist. Insgesamt haben wir vom SPC und von der AGI am Allgemeinen mit vieler Ziel, mit relativ vielen Leuten zusammengeschafft während dem während der ganzen Woche. Da war viel Austausch, auch nötig, ob es nur mit den einzelnen Gemeinden waren oder auch mit anderen staatlichen Instanzen, auch mit einzelnen Ministerien gibt es viel Austausch. Wir auch mit ganz wichtigen Partnern, wie zum Beispiel dem Stausee, wo dann noch im Moment ja, ein bisschen mehr aus dem Stausee rausgelost ging, wie das dann dafür drauf war. Du hast einen Aufgleich, also einen Aufbruch, pardon, hast dann in die Richtung gegangen, ob das okay ist oder nicht. Das ist durch deine Prozedur. Da gibt man da alles da geguckt, immer zerlegt die Krise als Abberuf gehen, wo wir dann auch ja, helfen, die Situation zu analysieren und ihnen zu erklären, was dann nur los ist, was geschieht. Am CGTs, besonders beim CGO, haben wir ganz eng zusammengeschafft. Wir waren auch selber bei ihnen zur Platz und dann ist man 40 mit 50 sind, haben Seewasserrisikokarten analysiert. Wir haben von den Volo Day Plätzen sind besonders viele Leute affektiert werden oder Werte gehen an der Nuscht. Münzige Update, wo die bestehenden Hechwasserschutzinfrastrukturen sind, ab Spatz, was man feststellen kann, was Leute vor Ort auch im See, die es natürlich ganz genau wissen. Von der Abadanz muss geplant, die vielleicht nicht um jede nationale Ebene, also darum nicht schlecht, zu starten eigentlich am Bedürfnis zu rufen. Dann auch den Basing zu Weltscheid, Rückhaltebecken, die gesteuerte Rückhaltebecken aus, wo ein bestimmter Kot muss abgestaut gehen, für notamment Wachen, Attelbrick und auch Dennersauer zu schützen. Da waren wir auch im Kontakt, da hat man den 14. Hofes eine Person vor Ort, die das ganz geguckt hat. Die Basing also auch nicht abgestaut gehen, also nicht aktiviert gehen, in dem Sinn, dass man die Steuerung nicht aktivieren. Klar, kommen zu einem gewissen Rechtsstau, aber natürlich bedingt, dass du quasi ein Leak, ein Talsperre quasi hast, und einen gewissen, ja, von einer gewissen Eröffnung, wenn man so durchpasst, wie in dem Moment durchpasst, aber man in dem Moment ein bisschen drin hat, der Tisch darüber ein bisschen zurückgestaut im Moment. Nach CPN hatte ich ja schon erwähnt, da waren wir auch gut mit denen am Gang, die Zoom zu schaffen. Natürlich haben wir auch mit den ausländischen Hochwassermeldezentralen zusammengeschaut, dann mit denen vor Rheinland-Pfalz, mit denen aus der Wallonie. Ich auch da immer zu gucken, wie bei jeder Situation ist, wie bei allen Situationen ist. Wir haben eine Reihe Gewässer, notamment Prim und Nims, die auch an Sauerflächen, die haben auch immer ein Stage Hochflusswerte an der Prävision mit dran. Natürlich da immer dann den Aufgleich mit denen, wie sieht das aus, als das realistisch wird. Sieht gesund aus, weil wir natürlich den Terror bei uns selber besser kennen. Das hat auch ziemlich gut geklappt. Meteorologen sowieso, da kommt man immer aufrufen. Zu allem Moment haben wir uns auch mit denen aufgeschwart, wie dann die nächste Stunde weitergeht. Das hat immer gut geklappt. Und auch mit der Police Condical hat man eine relativ flotte Kooperation, weil die waren so ein bisschen Zeit hatten, auch aus dem Helikopter für alles nach Foto gemacht haben. Weil auch immer wichtig, dass wir hier Notsituationen analysieren. Voilà, das war ein bisschen ein Evenement. Kommen wir kurz auf den Hilfswasserrisikomanagementplan, was das ursprüngliche Thema von der Sache nirgendwo war. Also, du hast sogar einen kleinen Frohe, wo man natürlich kommen auch auf den Evenement drauf angeholt, wenn du es ohne zu sehen. Das ganze Haus wird ja vor allem gehabt von der Konsultation, die Publik sehen, vom Hilfswasserrisikomanagementplan, den wir vor kurzem veröffentlicht wurden. Vielleicht kann ich verschiedene schon den echten Hilfswasserrisikomanagementplan. Das ist ein EU-Direktiv, die als vom Doppelach geht, so ins Erstellen,
das Ganze aus einem Idee gelegt gehen, weil an Joren für Drohnen, also die Direktive, was da sind, rauskommen, weil du an Joren für Drohnen ganz Europa viel Rechtsfassevenemente waren, die natürlich viel Suche gehabt wurden, für das alles einmal freizubringen, Sachen aufzubauen, wo zum Ding natürlich auch Menschenleben, ja, dass auch Menschenleben gehabt wird. Darauf sind wir dann die Judis, die sagen, okay, das geht so nicht, wir müssen da gucken, ob wir wehfallen, vielleicht in Zukunft zu verringern. Das ist auch ganz klar, dann haben wir auf Verringerung schweizen, weil wir ja denken, schon alle gut wissen, dass den Heischwasser per se nicht vermeiden kann, es wird immer zu Heischwasser kommen, weil der Regen kann ihn nicht beeinflussen in dem Sinn. Der Tisch wird jetzt über Flammen gekommen und geht darum, für den Fürtrennen Fall von Heischwasser einfach zu verringern. Sie definieren am Punkt 4 groß Aspen, auf den soll gucken, also den sollten nicht was Risiko manchmal ausrichten, für nur den Schiff zu verringern, dann ist das natürlich ganz klar, aber ich verplatzte Mensch. Dann aber auch dem, weil es Kulturerbe, aber natürlich auch wirtschaftliche Aktivitäten. Das Ganze lädt auch so hoch, dass es ein Zyklus geht. Ein Zyklus wird 6 Jahre, nur ein Zyklus könnte ins Vierte, dann um den Dritten, immer so weiter. Weil die ganze Nichtwasserrisikomanagement auf eine Daueraufgabe ist. Nur alle Evenemente, die eben Logik drin zu analysieren, was das so geschieht, was war gut, was war schlecht, was kann man verbessern, was wird gehalten, was wird nicht gehalten. Also so ein Nichtwasserrisikomanagement, etwas, wo immer, man muss viel aufhängen können, um zu gucken, ob die Sachen, die in einem letzten Zyklus gemacht sind, ob die dann auch mal gut sind. Prinzipiell sind wir 3 große Schritte, das ist das tolle und Bewertung von Heischwasserrisiko, die wir 2013 gemacht haben. Da haben wir ein Dokument erstellt, wo wir gucken, wie noch Heischwasserrisiko ausgesehen wird. So wird, weil das ganze Heischwasserrisikomanagementplan überfragt wird und wie detailliert nach einer Sicht wird. Auf Basis von der echten vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos gehen dann Risikogebiete, also Risikogewässer definiert. Auf die Gewässer gibt es Heischwassergefahren und Heischwasserrisikokarten erstellt. Und Dodo, auf Basis von den Karten, könnte auch für die Gewässer ein Heischwasserrisikomanagementplan mit Maßnahmen erstellt. Das ist immer auf die 17 Gewässer, die wir als Risikogewässer ausgewiesen haben. Aber wie gesagt, nur 6 Jahre überprüfen und gegebenenfalls aktualisieren. Was noch hier neues und zwar nicht was Risiko meiner Planung, dass wir eine komplett starke Strategie als Maßnahmen mit Ragematun, also mit Ragematun, wird ganz zu analysieren. Das ist aber keine Maßnahmen, die recht so gemacht gehen, also die Strategie, die auch schon mal dran, die könnte auch am nächsten vom Risiko meiner Planung fangen. Und wir werden die ja nur auch in einem Kurs 4 stellen. War schon ein bisschen viel gedacht, ob es ist leid, wie so beginnen, Teichwassergefahren und Teichwasserrisikokarten, die sind auch fertiggestellt, die sind gerade in der Prozedur für das Reglement von Mikael festgelöst zu dienen. Basis von denen aus, dann Teichwasserrisikomanagementplan gestaltet gehen. Genau, wo noch ein anderes Kartenmaterial, das sind starken Risikokarten und gibt dann die starken Risikomanagementsdokument für Lützeburg, wo man dann halt so nur ein paar Drucken. Vielleicht ganz kurz Präsentation, ich kriege natürlich auch geschickt, Herr du sind dann auch Linken dabei, wie du die einzelnen Dokumente erfahren kannst. Voilà, nicht was Risikomanagementplan, so, du bist kurz so dran, da denke ich, wirst, was da dran steht, weil das die großen Linien von den ganzen, die hast du aufgebaut. Der Hauptdeal sind natürlich Trinkwasser-Gefroren-Karten und Trinkwasser-Risikokarten. Basis von der immer eine Bewertung von Heischwasserrisiko gemacht. Tatsächlich nun für die 3 Szenarien, die da halt das Heischwasser-Gefroren-Karte kannst, in HQ10, HQ100 und HQ-Extrem, haben wir geguckt, was pro Gewässer und pro Gemeinde betroffen werden. Tatsächlich wie viel Siedlungsfläche betroffen ist, wie viele Personen betroffen werden. Da geguckt gehen, wo sensible Geweiher sind, oder mal Schulen oder Kliniken. Es geguckt gehen, Kulturstätten sind, sie wird Kirchen, Bibliotheken oder Museen. Das auch geguckt, wo Industriestandorte sind, die am Fall von Heischwasser einen Ausfall haben an der Produktion. Wir aber auch können der Umwelt schützen, an dem du Stoffe mobilisiert gehen, die natürlich an der Umwelt mitgehören. Auf Basis von der ganzen Bewertung haben wir Ziele festgelegt, die wir erreichen wollen. Ganz klar natürlich für die Verringerung von negativen Folgen für die 3, für die 4 Sektoren.
direktiv geht um vom Ohr wissen viel, was du auch könnt. Also nicht alles mehr online wissen, ist Freiraum. Wir sehen zum Beispiel auch unter den so gucken, nicht bauliche Maßnahmen von der Hechmasser Vorsorge holen, an eben auch so Prävisionssysteme mit anbauen. Das alles zu summen, ist natürlich detailliert am Bericht beschrieben, könnte aber nur dann für heute kurz zu machen, ob zwei Hauptziele raus, was wir wollen, scheint das ganz klar, wir wollen keine neuen Risiken in den Befremdungsgebieten, und wir wollen die bestehenden Risiken reduzieren, vielleicht mal bei einem weiteren nicht, was eigentlich manner füllt, wie bei den vier drin. Das ist relativ vage, wenn es mal probiert, vier Hauptziele zu konkretisieren. Zu den Hauptzielen sind auch Maßnahmen achten, zugeordnet gehen. Wir können das, wie gesagt, am Bericht ein bisschen detailliert durchlesen. Das heißt, ich bleibe natürlich vermeiden von neuen Risiken, keine neuen Gebäude und zum Beispiel Verschwemmungszone setzen, die der Überspannung nicht standhaft können halten. Das zweite ist Reduktion von bestehenden Risiken durch Schutz, das heißt durch Schutzmaßnahmen, sehr mit Heichwasserschutzmauern, sehr mit Krematoriumen, die den Wasserrückhalt fördern. Oder eben einen Wasserplatz gehen, die sollen sich einen Platz ausreden, wo du keinen Wert von Nutzung hast. Der dritte wäre vermeiden bestehende Risiken durch Vorsorge, das ist hauptsächlich Prävisionen, als Prävisionen verbessern, einer mehr Grund der Prävision, aber auch gucken, dass die Message wirklich bei den Leuten gut könnt, dass die alertiert sind, wann die so weit aus. Dazu gehört aber auch Verhaltensregeln aufstellen, die in den Leuten auch noch bewegen, dass sie wissen, wie sie verhalten müssen, wann sie ein Hechwasser können. Und dann der vierte Punkt, Wiederherstellung und Überprüfung, den Auswirkungen zum Deal ein bisschen hinein. Da haben wir natürlich auch gesehen an den letzten Deal, dass du auch viel Freiwilliger mit Upacken, wann es darum geht, aufzuräumen, natürlich wird das am Sinn von der Solidarität. Wir dürfen natürlich auch die Ziele, die es am Deal auch der Armee verstärkte Partner, die Terra, ja, Schritt beseitigen. Den Überprüfungsrolle, das hat man echt vom Monitoring vom Hechwasser. Das ist dann etwas von mir als AGE, das wir immer da betroffen sind. Wo da links darum geht, zu gucken, wo war das Hechwasser, wie es vorhin als Spürung ist. Wären Mesuren gut gegraben, das hat man auch gut gegraben. Voilà. Das sind so die vier großen Linien, auf denen wir die Management Plan aufgebaut sind. Und dann natürlich einen Maßnahmenkatalog erstellen, wie gesagt, Hechwasserrisiko plus die Ziele, also was gestaut zu waren, die Basis für den zu erstellen. Natürlich auch den allen aus dem echten Katalog guckt, was war du schon umgesagt, was man nicht, was halten wir nicht. Wir müssten meist noch der Wasserrahmenrichtlinie koordinieren, dann haben wir unsere Klimaanpassungsstrategie. Dann wird es gucken, noch eine Reihe von Renaturierungen, größere Renaturierungen, ob die 17 Gewässer berücksichtigt, also auch hier am Ausnahmekatalog berücksichtigt. Haben wir natürlich auch geguckt, ja, wo sind wir noch von den Platzen, die am nächsten Betrag sind, deren Gemeinden sind am nächsten Betrag, weil denen dann erst bewertet für Milchwasserrisiko gut aufleben kommt. Das ist immer wichtig, wenn man für Milchwasserrisikomanagementplan nicht nehmen, den Schutzfaktor, also nicht nehmen, einen Mauer zu bauen und dann ist fertig, nur wirklich die Fair groß auswählen, den Milchwasserrisikomanagementplan gucken, das wäre eben dann Vermeidung von neuen Risiken, die schon so zu den Schutzmaßnahmen, wie auch Vorsorge, anderen eben Wiederherstellung, Partner und Überprüfung. Also das ist immer wichtig, die Fair zusammen zu gucken und sich nicht immer noch eine Maßnahmen zu verlassen. Und ich glaube, jetzt auch noch eine Gesehung, vielleicht mal auch ja, ein bisschen eine Schienung, die wir vorher wollen, damit wir wissen, wo wir aufhängen, in Klosierung von Indies 3, das ist eine Maßnahme, die ein Indies zugelegt hat, aus der Nähe Prioritär, die eine Maßnahme, die nimmt Nummer 3 hat. Die Priorisierung war auch gestaltet, indem wir uns gefragt haben, natürlich, wo ist die richtige Schutzerwartung, bei einer Gemeinde die Schutzerwartung aus gut und Maßnahmen natürlich eine Priorität ähnlich. Die Maßnahmen sind niemals wirkungsvoll. Da sind natürlich Prävisionsmaßnahmen zu nennen. Und ein anderer Froh, wenn zum Beispiel die Maßnahmen können wir nicht direkt umsetzen. Das sind natürlich Maßnahmen, die vielleicht relativ wenig Akteuren mal durchziehen. Vielleicht Sachen, die wir als AGE auch können direkt selber machen, über das Budget etc. Natürlich, das sind die Fragen, wenn du einen schon gut beantworten kannst, gibt es eine Maßnahme, da könnte die Priorisierung nur mal eins.
Zweckbierwellen sind insbesondere bei Affairs durch Inselmaßnahmen, die sich an die Inselkategorien handeln müssen, natürlich Vermeidung, Vorsorge, Überprüfung, die kann man ja nur, so dürfen wir dann eine Reihe Maßnahmen, die so dreigangen sind. Dann die Schutzgeschichte, da haben wir ein bisschen Unterschied, also nur ein rein Milchwassermesur oder also eine Mesur, die echt über deine Renaturierung kommt. Das echt ja dann ein HWRM, also ein Milchwasserrisikomanagement-Mesurschutz, das eine hat ein WFRL, also Wasserrahmenrichtlinie-Mesur zum Schutz. Und dann haben wir noch 15 Konzepte. Dazu noch ein paar Projekte, die kann ich vorstellen, die nicht direkt Schutzwirkung, Bewirkung, mit die aber wichtig sind als Basis, wie zum Beispiel Doppelredung von hydrologischen Domänen für hydraulische Modelle. Ich habe es noch nicht so also, probieren. Ich wollte kurz auf den Milchwassermonitoring angehen, wie das wichtig ist, oder weil ich bekannt drin auf vier Stellen. Wir haben nur für das 16. eine Firma engagiert, die für Eis auch zwei Plätze mit Drohnen Trichwasser kartiert wird. Also ein Grad zu Stesel, wie der hier gesehen, und ein Grad zu Beteburg. Falls nur Leute von Stesel dabei sind, wollte ich mich noch kurz auch dafür entschuldigen, da auch nicht Bescheid gesucht und da war so ein bisschen an der Hektik untergegangen, wenn ich hoffe, man versteht hat. Man hört das dann Base. Bei denen von Beteburg habe ich gemeint, schon konnte ich schwärzen, an denen da lieber noch erklären, und da war dann ein Problem. Voilà, wie gesagt, die Überschwemmung, wie man sie mit der Drohne abgeholt wurde, ca. 10 Uhr, den 16. Juli. Und das war dann auch genau den Zeitpunkt, wo man per Stese den Auflass vom HQ100 erreicht schon. Ich glaube, die Bilder für alles wichtig, aber in erster Instanz wissen wir, wo die Überschwemmung war, und der Tisch leer, den draus, den Platzen tatsächlich in den Milchwasserfall überschwemmt sind. Falls du einen Milchwasser putzen musst, haben wer, geht mir du so, ob die gut ist oder nicht. Also in diesem Fall kein Milchwasserschutzmaßnahmen dabei gewischt. Wir gucken immer ein bisschen verschiedene Plätze, du für Filmen zu gehen oder Foto machen zu gehen, für über ganz Land eben Mails, flächendeckend so Informationen zu kreieren. Ich glaube, die zweite Kehr, dass wir das gemacht haben, die erste Kehr waren wir zu Mirsch an Appelbrick auf der Hecht vom Fachkindeich Wiesen. Die Dolly ist natürlich nicht nur wichtig für die Elements, weil dann die Moment war von der Serie, mir ist noch immer wichtig für das Hechtwasser gefroren Karten zu validieren. Das haben wir heute gemacht, wir haben den HQ100 und das Hechtwasser gefroren Karten drüber gelöscht. Und bis wir nach hier gegangen, da gesehen hat, dass das ja, ziemlich gut getraut wird. Weil natürlich gut ist für all die Leute, für all die Gebangenen und auch für die GE selber, dass man halt sicher können sehen, dass man ein gutes Protein mit Milchwasser gefroren hatte, weil die auch ein rechtlich Komponent und alles, was dann in Überschwemmungszonen ausgewiesen sind, geschieht, muss per Genehmigung eben, ja, genehmigt werden, das muss bei uns umgefroren gehen. Und oft ist es natürlich so, dass leider ist das nicht leben, dass wir das gewaschen tun. Und du weißt, das ist immer gut, weil das Ganze kann man Luftbilder eben dann im Moment validieren. Weil da noch kurz der Blick auf die Risikokarten. Ja, also vielleicht mal interessant, ich wollte es aber mal draufbringen, vielleicht mal kurz erklären, was du da siehst. Und ein Fakt, weil ich sich Risikokarten immer die ganze Wasser anguckt, was du mir rot oder mir mo warst, war natürlich auch mehr Menschen impactiert. Gehen rüber in den Kontext Siedlungsbereiche, das hilft, wo Leute wohnen, das sind dann Industrie, Gewerbe, wo Leute dann echt das schaffen. Das hat immer so einen echt guten Überblick, für wann ihr zu einem Milchwasser könnt, wo dann quasi die Hotspots sind, wo am meisten Leute betroffen sind. Da kann ich aber auch, wo Bâtiments sensibles sind, das sieht man mit dem Ausrufezeichen, ob da jetzt was seid, Industrieanlagen. Bâtiments sensibles, ich muss sagen, man stört drüber, ich fand ein Kirsch, ein Show, etc. an der Region, das da gesehen wird, auch ganz gut. Und ein kleiner Antikasseur, wie vielleicht und jemand betroffen könnte, sind, die Gesundheit angekriegt, leider nicht gut lesbar. Natürlich stehen drei Personen, natürlich zu 500 Leute treten am Fall von einem HQ100 dann so betroffen sind.
Voilà, das wäre dann kurz gewirrt von der Evenement, wo man sich dann noch abholen kann dazu beantworten. Zunächst auf den Risikomanagementplan und ich gebe dann kurz um den Club Meister, weil den ersten stark in Risikomanagement auch alles verwertet. Jo, hey, mal, ja, für du einen kurzen Kontakt zu setzen. Ja, für du, Suite von den Evenementen 2016, 2018 und noch 21 Evenementen zum Beispiel zu verdenken. Stark oder groß oder heftig stark in eigentlich schon zu Lützeburg. Auch am Klimawandel, an der Klimawandel Adaptationsstrategie als von einer Zone von extremer Einschnitten als Klimawandelfolge schon schoniert gegangen. Zudem dafür auch sind wir gerade am Gang den Nichtwas Risikomanagementplan verqualisiert, wo man ja noch bei einem Deal davon quasi zusammen zu überschwatzen. Und all da ein bisschen den Kontext und auch noch den richtigen Moment für eben den nationalen Start für Risikomanagement umzusetzen, das Ganze zu initiieren, für die Resilienz in dem Bereich. Wie baut sich das Ganze durch? Also die Start für Risikomanagement-Strategie als aufgebaut durch den Kreislauf, ganz klassisch auch hier, wie am Risikomanagement zu üblich. Das ist der nächste Punkt, der Folie, also eben die große Folie auch kennen. Du hast eben mehr als voll als AGL, ein bisschen für den Datensatz bei oder zur Verfügung zu stellen, wo der Gemeinde dann noch den Bürger auf lokaler Ebene eben kann. Gefroren erkennbar machen. Das ist so mir damit die starken Gefroren und starken Risikokarten verteilen bloß, die in Oglo dann kann im Geoportal gucken. Und dann soll man einfach ein gesehen, proaktiv, eher wenn ich den Mann zum Beispiel geschildert, dass ich nachher gesehen habe, schon nur auf der Platz potenzielle Drogen nehmen oder potenzielle. Und dann darf man eben verschneidet man doch den Gebäude, die exposiert sind auf den Platz, kriegt eben ein Risiko. Das ist auch ein Teil von der Strategie, für dann eben als einer bevor man das Verschneiden von der Vulnerabilität ein bisschen ein Risiko zu ermitteln, für daraus dann eben sein Handlungskonzept zu erschaffen oder zu extrahieren. Maßnahmen zu leben. Die Maßnahmen dazu leben auf kommunaler Ebene sind. Das ist ein bisschen durch Charakteristik vom Staat hin, von den Evenementen, als das muss das eben, oder braucht man nur ein ganz sicherer Approach oder den ganzen Terra vom Plateau bis hoch an den Talweg. Muss ich Maßnahmen setzen, weil niemand gesehen in einem Maßnahmen wird, kann er den negativen Effekt auf den Fleischweg holen. Und dann gehen immer um so Situationen, wo man einfach nicht ganz guckt, ob dem ganz wohl, wenn man schnell einen Maßnahmen setzt, kann man sehen. Also, das ist immer ein klassisches Beispiel von einer Mauer. Wir bauen einfach schnell eine Mauer für jeden zu schützen und dadurch geht das aber den anderen weiter mit. Und du aus dem Grund, als du den auch beim Staat für Risikomanagement oder beim Hilfsstoff Risikomanagement Fiction immer geguckt, das so integral wie möglich zu machen. Dann weiterhin immer bei Moos, und da ist eben die Folie auch von der Charakteristik vom Stadtkrieg, dass wenn man schwer aus wirklich rauskommt, was wirklich geschieht, dass bei denen in den Mantel, die sind oft mit Ursachen genäht waren, weil die in den Mantel ganz lokal, ganz kleinräumig sind, ganz extrem, das ist durch die Extremen, durch die Charakteristik vom Extremen, also immer schwer, wirklich nutzen, wie viele Regen fallen, da muss man noch die Chance, dass die Wolle gerade über einen, zum Beispiel über ein Regenmiersgerät hochgegangen ist. Aber dann darauf sehen wir auch, dass es verstohlen, dass ich nachher wohl jetzt hier zu folgen, wir darauf sehen wir auch die Elemente, quasi auch das Surrendel von der Klimawandel-Adaptationsstrategie an einem sich ändernden Klima auch können nutzen, sein, dass ich uns auch dann Dinge vorzukommen, wo Schlimmer einzustellen, vielleicht die Gemeinde vielleicht irgendwie besser zu verstehen, vielleicht auch durchkommen können, besser zu erkennen, vielleicht irgendwie zum Beispiel auch zu können, besser zu rauszukommen. Ja, die große Rolle, ich muss mal kurz durchgucken, sind die starken Vogel und starken Risikokarten, die weisen den Oberfläche bloß hin zum Gewässer. Das ist ein bisschen ähnlich, die Fischwasserkarte, die eben auf den 17 Risikogewässer weiß,
der Fluss, sein Badbett oder sein Flussbett gibt verloren, sind die dort sind, im ganzen Land, weiß ich nicht, warum, dann so man mit Böllen, Oberflächen, Oberfluss nur einen Start bringen oder eben aber auch nur einen, die am Anfang vom letzten Element, vom letzten Mittwoch, gesagt, denn nur, aber auch den, die präferentiellen Pflanzwehr, auf denen Plätzen, wo eben auch ein kein Risiko das aus. Da das aber auch nur dann ein Unterschied zu den Hechtwasser vorgekarten, dass man da die dunkle Karte und auch die Startkarte sind dementsprechend nicht reglementiert, eben weil du die sind ein bisschen wie sind auf 2x2 Meter gerascht, das ist eine Art Produkt, sie sind nicht reglementiert. Natürlich sind euch eine Stufe dunkle Bewusstsein zu schaffen, auch als Kommunikationstool zu verstehen. Wir wollen sensibilisieren, wie eine potenzielle Vogelsituation, wir wollen das Kind überhaupt, dass man dann eigentlich ihm so rennt, dass sie ein potenzielles Kind an einer Vogelsituation sind und dann eben dementsprechend auch schon kann, vier Löcher sich selber präparieren. Das ist die Karten, die weiter bekommen, ob ein Wasser läuft, dann die Geschwindigkeit von den verschiedenen, die dort Gefahr aufzulegen und du hast dann eben beim gewissen, also die Verschwangungsausdehnung man hat man gesehen und paarweise eben die Verschwangung von Fleischgeschwindigkeit. Das ist kurz, ich meine, wir wollen dann eigentlich auch zurückkommen und ich was auch mal schaffen, da kann ich dann eigentlich mehr im Detail überschätzen. Dann nur natürlich hier hochzuschließen, eigentlich Duftrohr oder auch quasi nur und hier für das Flaschrechtwasser erstens auszuwerten, auch noch zur Hölle für die zukünftige Vorhersagesysteme zu verbessern. Für euch muss nicht unbedingt Luftbilder finden, am nächsten Luftbilder von der Hut, alles von der Hut und Material und Bilder wirklich schon so einen Punkt in und da U-Punkt Etappen der Hut zu checken. Das ist immer wichtig, weil das eben groß voll ist von der direkt. Von der Direktive für das Monitoring zu machen, an für uns zu gucken, was darüber geschieht, bei den nächsten Wasser, was in Umfluss, für auch dann Herrn Ober, von den Maßnahmen treffen, zu gucken, ob wir den dann ist, die Menschen wären und ob wir das schafft, so in den Mann zu schützen und die Wahl zu kaufen. Dann sind wir ja gerade eben an der Öffentlichkeitsbedelung vom, also eine Partizipation im Publik von der vom Entwurf vom zweiten Hochwasserrisikomanagementplan. Und da sehe ich auch den Aufruf, da sage ich, ich lobe wirklich ein Gelegenheitsfenster durch, für sich die Texte durchzulesen, für sich das Herz zu erlangen, für sich das umzugucken, Maßnahmen umzugucken und wirklich für dann ein Feedback zu geben, dass das möglichst langfristig validiert und ein gutes Dokument gibt, wo man dann wirklich die wenn die Chance einfach nur ergreift, okay, dann macht uns schon. Und dann der dritte Punkt, als dann für den, wo wir proposieren wollten, nur dann, wenn es den letzten Event, die Partizipation Publik ein bisschen anders nach oben zu zeigen, dann in den nächsten Main-Treffen zu organisieren, mit den Hochwasserpartnerschaften, wo wir können wirklich mehr präzise mit der Deutsch analysieren und auch besprechen von den Maßnahmen, die wir können wirklich auf den Teil machen, ob wir hier zu gucken, wenn wir wirklich alles so verbessern können, dass wir nächstes Jahr so besser oder dass wir da weiterkommen und ein Risikomanagement. Genau, also da haben wir auch gedacht, dass wir als Pro-Partnerschaft eben einen halben oder jeden Tag wirklich Zeit für die Sachen und die Details gucken, aber auch einen halben der ganzen Götter, das kommt mir noch ein bisschen, nachdem wir Zeit hatten, die letzte Stich ein bisschen aufzubereden und auch gucken, wie viel Munition man im Endeffekt tun, wie man durch eben durchzugucken, ob dann den ganzen oder den halben aus. Die kriegt die Präsentation noch geschenkt, und weil die gesehen haben, schon Wasser von der Lu, Umwelt von der Lu aus meinen Strichen erlöst, dass ich den Managementplan fand, da relativ einfach, wenn da einfach Druck liegt, sich das quasi direkt hin ob, zeigt oder das dann alles kann gucken. Ja, ist geschmust mit dem Ding. Mikro. Ja. Den letzten Hinweis, den ich vielleicht
Und auch zum Beispiel auf der WhatsApp, wenn du Link klickst, dann wieder auch wieder könnt er dann auch wieder zum zunächst mal sagen. Hi. Irgendwie sein Mikro ausmachen, den in der Unwelt, oder können wir nicht muten? Also wir können nicht muten, weil wir sind in der Präsentation halt. Ah, dann werde ich probieren. Wie gesagt, also der von Internetseite von WhatsApp, wenn da du siehst auch die ganzen Kanäle dabei, die E-Mail-Adressen. Oder dann auch wieder, könnt du hinschicken. So, du müsst da einfach alles fangen und wann wird, könnt ihr alles natürlich auch zusammen eine E-Mail schicken oder es rufen, dann können wir schmecken, dann eine Idee, wenn ihr das alles fangt. Voilà, natürlich von da, wenn du Fragen dazu hast, könnt ihr dann auch vielleicht schon Fragen beantworten. Wir machen Präsentation wohl auch klein, für das wir gesehen. Wen ab so einen Chat bestimmen wird oder nicht. Oder sonst ist Christian Bastian. Vielleicht von der Hand raised, da kann sein, den wen ab befrohen mit dem Button bei dem kleinen Smiley, du kannst den Hand hier wenn da seid ihr bei den, da sie mir wen ab befrohen, da können wir dann vorgehen. Sonst können ab so einen Chat schreiben, wann der Welt, das geht auch. Deswegen gibst du ein bisschen Moderation machen. Oh, wenn du mal aus. Ja, momentan sind wir aber Kinder, die froh sind. Also wir sind bei einem Vortrag von Herrn Macher, Begriffmacher, wo es laut Bretter die Idee sonsterem soll trainen. Weißt du die nicht? Nee. Am Chat. Das war wahrscheinlich privat Junior, ich kann nicht gesehen, noch nicht. Ah ja, okay, da steht so. Ja, also laut Leute, die so in der Samstag soll reden. Christine, willst du beantworten? Schön, du hast dich ein bisschen noch geguckt. Ja, also ich habe mal da nur ein bisschen geguckt. Das ist aber wirklich gut, nicht viel regemalt, bis lo, also. Absolut nicht, wenn das Spürchen braucht zu machen. Ich meine, sie haben 5 bis 7 mm gemalt von Metilux für Samstag, dann habe ich geguckt. Das ist kein Problem. Wir können natürlich auch direkt einfach Mikro umhaken und erschwatzen. Das ist auch kein Problem. Oder wie Christian Bastian nur gewiesen hat, die haben es. Klicken, wenn ich nicht gut gehen. Ich würde logisch sagen, ich habe auch den Link, den direkten Link für den Wirtschaftsumklang gepostet. Von Leute, die nicht eins gehen, am Wasser.de oder am Umwelt.de, da hat er den direkten Link zu den Dokumenten. Okay, merci Bruno. Also wie den Claude angekündigt hat, doch eben gib mir gerne am Lauf vom Hirscht kontaktieren, die Inselpartnerschaften, die wirklich bei Hirscht zu kommen und über das Event zu gucken, aber auch über die Maßnahmen, die an ihren Partnerschaften dann an ihrer Gegend am Plan, am Managementplan stehen. Die werden am Hirscht erstmal, ich meine, die müssen da halt alles ich werde schaffen, mal auswerten und dann erst muss man ja auch zeitlos für das erste Plan und muss, dann man kann auch gucken, dass man können zusammen eine Basis tun, wo man können darüber schwätzen. Da werden wir dann die jeweiligen Ursprechpartner von den Partnerschaften, von den Hochwasserpartnerschaften ausschreiben oder anrufen, für dann mal das Rendezvous festzumachen. Und da bin ich gleich die Ehren, was schreibt, es gibt ja noch nicht überall Flusspartnerschaften. Also ich gedacht, das Netz auszuweiten. Bei Heuschwarz mal los von den Hochwasserpartnerschaften, da ging da 7, und ich studiere im Moment. So hat man damals, ich meine, da so ein Tag am Hochwasserrisikomanagementplan, das sind diese Partnerschaften, die lernen, die größer Gewässer sind. Wobei man auch schon für eine Zeit schon gedacht hatten, Mama Eich und so eine Partnerschaft noch zu gründen. Da war aber kein Anteil. Da ich denke, dass natürlich ein Anteil vielleicht einen anderen aus, das muss ich am Laufe von der Zeit gesehen. Ja, muss ich auch dazu sagen, ich schaue kurz von dem Klutsch, wenn ich alles smart suchen, das ist nicht so. Das ist auch unsere Tour, eine neue Motto dabei, die in der Schere.
die sich auch wieder zugemeldet hat, war gerne vielleicht auch dann einen kurzen Moment zu den Fidelern zu begrüßen als neue Geschwisterpartnerschaft. Ja, ich habe gesehen, eine Frage von Herrn Laurent Marx, von mir, Donnen von den Pegelen, die Trek gehen, historisch Donnen von den Pegelen. Wir können einfach eine Demand auf Hydrometrie von, at o.detat von der Lu machen. Mit, also, ich muss einfach genau schreiben, was er gerne hat, und da kann er das kriegen. Jürgen, ich habe nur einen Sit für ein bisschen wie den Sit Agrimeteo. Wo ich kann eben historisch Donnen sichern, einfach dem Dach nur oder dem Zeitraum nur, wo ihn sie brauchen, zu machen, dann ist fertig. Wir können einfach eine E-Mail auf hydrometrie.o.eta.lu machen. Ich kann vielleicht die nächste überholen, den Cedric Roberto fragt, ob den maximalen Muss bare Pegel sowohl noch vor den von 635 cm aus oder wie weit kann ihn du noch gehen? Spesenlohnen aus, wann vielleicht zu gehen. Wir haben natürlich auch gemerkt, bei verschiedenen Stationen geht auch so weit oder so hoch wie eine Station aus. Du hast ja auch einen gewissen ja, Apparat, weil du die Strom brauchst, natürlich von denen, die über Strom gehen, dann aus dem Spiel, weil wir hatten verschiedene Musstationen auch Strom ausfallen und dann funktioniert. Die konnte man in der Früh aber lesen. Das Spiel soll nicht ausfallen, ich warte maximal kurz durch hier, also wie weit man kann gehen. Also ich wollte mich richtig erinnern, da war Bollendorf quasi, der Pegel war quasi ganz in der Wasser. In der Wasser. Ich meine, dass ich ein Foto am Kopf, wo die Bollendorfer Pegel ganz in der Wasser war. Ich meine, da war nur ein Event, wo man ein bisschen schön, ein Zeitchen noch nur zu schaffen haben, und als Stationen und als Pegel und allgemein. Und die Maßnahmen natürlich auch, weil wir die Sonne nicht so hatten. Ich meine, das habe ich auch wieder gesagt, die Hexe muss die Wasserstände vorziehen. Stationen, seit die Stationen da sind, ja, müssen das nur schaffen. Verschiedenes dann nur aufpassen. Genau. Dann der Flot historisch Donnen in Krähen. Du hast so, dass die Inundation bei allen Stationen selber den historischen Wasserstand zumindest aus der Tische, den der noch vor ich was eigentlich gemusst, die kann ihn so gucken wollen. Falls ihr vielleicht andere Donnen am Kopf habt, die da gerne hat, dann könnt ihr so eine E-Mail schicken, dann gucken wir mal, ob du das so mit den Niveauen auf der Pegel, die haben wir auf alle Fälle. Dann ist noch interessant gelesen, dass uns dieses Berdorf der zwei effektive Punkte, den du auch vergisst, und den Frau aufgeschrieben hat, und zwar, ob die Zeichnungen von dem maximalen Wasserstand, also die Interpretation, ich glaube, die auf das Passage oder so irgendwo gemacht haben, ob die nur gewusst können gehen. Also das ist effektiv so, dass mir jemand interessiert, wegen Hechwasser noch Klärungen an dem Sinn eben auch opfern müssen. Natürlich, wenn wir an ihrer Gemeinde oder an der Wirtschaft oder wo auch immer eine Markierung gemacht wird, da können wir uns doch gerne auf Hydrometrie ähnt, erdrucken, jetzt auch mit einem Geschick zu einer Person, die geht sich dann bei ihr schmalen, da gibt es dann am nächsten Wochen oder Tag ein Galanspummel, für den dann noch korrekt anzumussen. Dann nehmen wir die Platz an ihrem, also an diesem System, an die uns in der Bucht dann im Moment bei ihr. Ich habe die E-Mail-Adresse in den Chat geschrieben, das hydrometrie.o.eta.lu für Donnen unzufrieden und auch für die Markagen unzufrieden. Schon ein Frage vom Cassie Till. Wobei war, denke ich, wie weit also die verschiedenen Stationen keine kurze Präalerte und keine kurze Alerte geben, was eben zu Wolf dann der Fall ist. Wir müssen festlegen, wer ein Pegeln so konfident sind oder wer ein Pegeln so gut funktionieren, dass wir sie können als Meldepegel benutzen. Und du hast dann eben den Wolf nicht dabei. Das kann verschiedene Gründe haben, dass zum Beispiel das Bett vom Pegel, das hat nicht richtig befasst ist zum Beispiel, und dass ihn dann da Sedimente haben, die sich aufsetzen, dann gibt es eine Variation am Niveau vom Moos, ne? Dann kann ich den Niveau als Verfall stehen, wenn man den muss. Und sind einfach die Stationen, wo man kurz Alerten haben, die für Namenstationen, denen wir wirklich vertrauen,
wo man eben als Meldepegel dann noch nutzen. Und wo man natürlich auf all Gewässer, wo man aber eben E-Meldepegel. Und das ist ein Frage von Herr Peter Del François, die auch geplant neue Maßnahmen zu setzen. Möchtet auch ein Zubiegerisch. Natürlich, muss Stationen zu setzen, pardon. Nee, also am Anfang nicht. Wir haben zu Lützburg in eh von den dichtesten Moosnetzen, also Europa, sodass man sich nicht verlässt, noch Pegelstationen dabei zu setzen. Was den aber immer kann machen, zum Beispiel auch, dass man ein Pegel-Lab können in Zürich installieren. Da kann eben auch Moosnetzen, also auch lesen wollen, wie das Wasser da steht oder zum Beispiel just ein Niveau. Also ich kann auch los sein, ohne dass ich, wie ich gerade so tun, ein wirklich ganz technisch an den U-Förderungen angepassten Moosstation geht, die geht benutzen als Meldepegel. Ja, du könnt aber auch nämlich auf die hydrometrie.oeta.lu mal schreiben, wenn der gerne ein Pegel lädt, will tun zu Beteburg. Du gehst natürlich auch, dann kann ich nicht überall setzen, du gehst Platzen, die sich für Egen und dann anderen nicht. Nee, das kann, da kommen Leute von euch da gerne gucken. Das haben wir auch zu Eiche gemacht, dass man da Gesicht hat, wo man kann einen Pegel hat, umbringen. Ob ein Platz gibt, die Stufe Ubit. Ich würde gleich mehr am Chat reinstuhlen. Mir kommt ein noch kein Hand. Okay, na ja, dann gebe ich den letzten Aufruf mal, wenn er Ihnen etwas will, freuen oder so. Dann machst du es los. Das scheint nicht so voll zu sein. Na, dann gebe ich vielmals Merci so, dass er dabei war und wie gesagt, mir kontaktieren mich. Nur mit September für Datum zu finden, wo wir können bei euch kommen, für am Detail auf die Maßnahmen und so weiter anzugehen, die bei euch und der Gegend relevant sind. Und entre-temps wären wir froh, wenn ihr euch beteiligen, um in der Konsultation des Publikums von einem Hochwasserrisikomanagementplan, der traurigerweise ganz aktuell ist. Merci vielmals. Dann noch erst ein kleiner Hinweis, ja. Das ist ein Beleg, darum, man, also das nicht ist Open Hand Up. Das meine ich, ist 24. September und gemeinsam gibt es ein E-Mail-Einzeit. Voilà. Okay. Dann kann ich einen schönen Abend wünschen. Merci. Adi. Merci gleichfalls.